den drei Büchern, die ich im Januar gelesen habe. Ich habe mittlerweile Band 1 gereadet, Band 2 gereadet und Band 3 gelesen. Diese Bücher sind episch. Ich liebe Band 1 und 2. Ich liebe diese Bücher und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2018 diese Bücher nicht richtig gewürdigt. Ich liebe diese Bücher. Ich liebe Celaena Sadothian. Celaena ist wirklich so ein Kick-Ass-Charakter. Ich liebe jeden einzelnen von diesen Charakteren. Das sind meine Babys. Ich liebe sie. Ersten und zweiten Teil habe ich schon so gedacht, oh mein Gott, ist diese Geschichte komplex. Oh mein Gott, ist diese Geschichte genial. Jetzt Band 3. Und ich habe den dritten Teil angefangen. Und ich habe den dritten Teil beendet. Und ich habe gemerkt, was die Leute damit meinen, wenn sie sagen, Throne of Glass beginnt ab Band 3. Und ich habe mich so dermaßen auf Rowan gefreut. Und als ich zum ersten Mal den Namen Rowan in Band 3 gelesen habe, habe ich so gedacht, Halleluja, Halleluja. Diese Geschichte nimmt einfach immer größere Ausmaße an. Es ist einfach episch. Es ist einfach genial. In Band 3. Band 3 ist auf einem anderen epischen Level. Ich sag's nochmal. Sarah J. Maas hat's einfach drauf, episch zu schreiben. Ja. Ab Band 3 geht diese Reise so richtig los. Und ich freue mich so auf Band 4. Und Leute, ich habe einfach nur epische Bücher gelesen. Und der Monat hat schon episch angefangen. Und zwar habe ich endlich nach so langem Warten die Sarah Verbrannte Erde von Julia Timpe gelesen. Und zwar als E-Book, weil ich nicht warten konnte. Und es war einfach nur ein wahr gewordener Traum. Ich sag's euch. Und es war einfach nur so gut und so spannend und so episch. Und ich habe geheult und ich habe geschluckt und ich habe mich gefreut. Und es ist auch im vierten Teil die Momente zwischen den Zweien. Und ich liebe einfach jeden einzelnen davon. Ich habe sehr oft in diesem Buch geheult. Ich habe ja jetzt schon einfach nur ein heulendes Häufchen in meine Brille beschränkt. Oh Gott. Oh Mann. Es war an keiner einzigen Stelle irgendwie langweilig oder langgezogen. Kein einziges Wort in diesem Buch war überflüssig. Und es war einfach so spannend und das war alles, was ich mir erhofft habe. Und es war einfach so gut und so genial. Ich lieb's. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, dass es vorbei ist. Ich habe einfach die Sache beendet. Und dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, war einer meiner Meistersinn-Neuerscheinungen 2020. Und zwar Dunkelglanz Obsession von Jennifer Armentrout. Es war einfach so gut. Es war einfach typisch Jennifer Armentrout. All jene, die unbedingt sehen wollten, wie diese Welt erwachsen aussieht. Dies ist für euch. Und ich kann euch sagen, wie diese Welt in Erwachsenen aussieht. Sex, Sex und nochmal Sex. Also Hunter und Serena leben ihre Bedürfnisse in diesem Buch sehr gründlich aus. Es kommt für mich nicht an die Lux-Reihe ran und es kommt für mich eindeutig auch nicht an Rebellion ran, weil Rebellion ist einfach nur ein Meisterwerk. Das ist ein cooles, interessantes, sexy Buch für die Lux-Welt. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist ein Graphic Novel und zwar der dritte Teil von Heartstopper von Alice Oseman. Nach diesen Büchern habt ihr Karies. Also falls ihr mal einen scheiß Tag hattet oder keine gute Laune habt oder sonst irgendwas ist, lest einfach diese Bücher. Diese Bücher bestehen aus Zucker. Diese Bücher sind einfach so dermaßen süß. Charlie und Nick zusammen sind so dermaßen süß. Ich liebe die zweiten. Also falls ihr eine zuckersüße Liebesgeschichte lesen wollt, die auch ältere Themen behandelt, lest Heartstopper. Lest einfach Heartstopper von Alice Oseman. Und dann die letzten Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Im Februar habe ich Band 4, 5, 6 und 7 gelesen. Ich war wirklich wie im Rausch. Ich war wie im Rausch. Sagen wir es so vom Epischmaß her. Band 1 ist so. Dann kommt Band 2. Dann kommt Band 3. Ist schon sehr viel weiter oben, weil ab Band 3 fängt das wirklich an. Dann kommt Band 4. Dann kommt Band 5. Okay, eigentlich muss ich jetzt so. Dann Band 6. So. Und dann kommt Band 7. Ihr seht es gar nicht mehr. Weil das Epischmaß so weit oben ist. Also zum einen gibt es da Rowan. Oho. Rowan. Also Band 4. Band 4 kommt ja nach Band 3. Logischerweise, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Ich mach mich fertig. Was in Band 4 alles passiert. Wie sich die Charaktere Band 4 entwickeln. Es ist einfach so genial und ich habe Band 4 geliebt. Dieses Buch, also... Und zwar habe ich Throne of Glass Band 4 beendet und einfach... in Band 5 sind Szenen gekommen. Auf die habe ich über 2000 Seiten gewartet. Und dann sind sie gekommen und ich habe vor Freude geheult. Ich habe gerade eine Szene gelesen.
Ich warte seit 2841 Seiten auf diese Szene. Und oh mein Gott, hat sich das Warten gelohnt. Das Ende von Band. Oh! Ich habe voll noch nicht verändert. Ich sitze hier um 3 Uhr morgens und komme auf mein Leben nicht klar. Fängt am Ende auf Class 5. Ich hatte keinen Bock auf Band 6. Einfach nicht. Und dann habe ich angefangen. Und sobald Kael mit einem gewissen Charakter aufeinander trifft, ich habe dieses Buch geliebt. Die Momente zwischen Kael und einem Charakter. Oh, ich liebe Kael. Ich habe Band 6 beendet. Und Band 6. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mir Band 6 so gut gefällt. Es war einfach so toll. Und es gab auch hier einfach so tolle und süße und epische und geniale Szenen und so Gänsehautmomente und traurige Momente und schöne Momente. Und dann kommt Band 7. 1100 Seiten. 1100 Seiten. Und Sarah James hat auf 1100 Seiten kein einziges überflüssiges Wort geschrieben. Einfach nur ein epischer Epos, okay? Es gab wirklich Stellen in diesem Buch, wo ich einfach so gedacht habe, wie soll das ein gutes Ende nehmen? Wie soll das ein gutes Ende nehmen? Ich verstehe es nicht. Und ich liebe dieses Buch. Dass es nicht einfach aufhört, mir das Herz zu brechen, ganz ehrlich. Epos! Habe ich das schon gesagt? Einfach nur episch. Und ich bin nur auf Platz 5. Und ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Und es ist erst... Ab 3 Uhr morgens. Das erste Buch, das ich im März gelesen habe, ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Es ist Wenn das Feuer ausgeht von Colin Hadler. Und auch der Schreibstil von Colin Hadler ist einfach so richtig sarkastisch. Also falls ihr sarkastische Bücher lesen wollt mit einem sarkastischen Protagonisten, lest dieses Buch. Also die Dialoge zwischen Lukas, Arthur und Valentin. Die Dialoge zwischen den dreien, die sind Gold wert. In diesem Buch passieren wirklich unheimliche Dinge. Und die Dinge werden so gut unheimlich beschrieben. Ich habe, ach Gott, liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach nur ein Angsthase bin? Und falls ihr eben ein Buch lesen wollt, das mal so ein bisschen anders ist, mit einem sarkastischen Protagonisten, so für Sarah Verhältnisse gruselig ist, und ein überraschendes und schockierendes Ende hat, dann liest Wenn das Feuer ausgeht von Colin Hart. Dann die nächsten 3 Bücher, die ich gelesen habe, sind eine ganze Trilogie und zwar die Finde mich-Reihe von Katinka Engel. Das ist einfach so gut. Ich liebe die Beziehung zwischen Tamsin und Reese. Ich habe das Buch noch nicht mal angefangen und ich liebe Reese jetzt schon. Hier einfach so, hast du ein Lieblingsbuch? Fragte er. Singular. Unmöglich. Und ich muss morgen zum Zahnarzt, weil dieses Buch so dermaßen süß ist. Ich liebe diesen Kitsch einfach, weil es ist der richtig gute Kitsch. Und Tamsin und Reese. Reese und Tamsin sind einfach Zucker. Reese ist ein Stück Zucker. Ein Stück Zucker mit Problem, aber ein Stück Zucker und ich liebe ihn. Dieses Buch hat mich einfach glücklich gemacht. Also ich habe dieses Buch gelesen und habe durchgehend gegrinst. Also falls ihr eine zuckersüße Liebesgeschichte lesen wollt, die so ein bisschen Kitsch drin hat, lest einfach dieses Buch, weil Reese ist Zucker. Dann habe ich auch gleich den zweiten Teil gelesen. Halte mich hier. Bei dem zweiten Teil geht es um Zelda und Malek. Ich bin auf Seite 130. Und es ist einfach so süß. Er ist einfach so süß. Und er ist so romantisch und tut manchmal so kitschige Dinge, wo ich mir denke, oh mein Gott. Ich habe Halte mich hier beendet und es war ein so tolles Buch. Und einfach Malek und Zelda zusammen, diese Kombination, die ist einfach so gut. Und ihr liebt's. Und dann im dritten Teil geht es um Amy und Sam. Oh mein Gott. Dieses Buch ist richtig gut. Auch in diesem Buch waren einfach so dermaßen süße Szenen drin. Also auch hier drin ist der richtig gute Kitsch. Und eben, wie schon gesagt, charmant, charmanter Sam. Und Sam ist wirklich, oh Gott. Sam ist charmant. Ich brauche nicht nur einen Reese und einen Malek, ich brauche auch einen Sam. Dieses Buch hat ebenso dieses kitschige Bilderbuchende und ja. Eben, falls ihr eine kitschige, süße, tolle, ab und zu tiefgründige Lebensgeschichte rein, was auch immer, lesen wollt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Einfach, falls ihr kitschige, tolle Liebesgeschichten lesen wollt, die ans Herz gehen und deren Charaktere einfach nur toll sind, lest die Finde mich Reihe von Katinka Engel. Dann das nächste Buch und zwar Ein Mädchen aus Papier von Michael Ende. Das sind Traumlieder und Gedichte. Und ich kann dieses Buch auch jedem empfehlen, der gerne Gedichte liest. Ich als Romantikerin bin einfach eher für die romantischen, herzzerreißenden, kitschigen Gedichte gemacht. Und dann das nächste Buch, Knight of Crowns von Stella Tuck.
Oh mein Gott. Und ein Grund, warum ich einfach immer weitergelesen habe, war wirklich, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte wissen, was dahinter steckt. Ich musste wissen, was dahinter steckt. Das ist so cool. Ich liebe diese Entwicklung von, wir wissen, wer gut und böse ist, zu, wir haben keine Ahnung mehr, wem wir jetzt vertrauen können. Und dann habe ich dieses Ende gelesen und gedacht, ich habe mir ein krasseres Ende vorgestellt, ehrlich gesagt. Also ich will unbedingt den zweiten Teil lesen. Aber so nach dem ganzen Hype um dieses Ende habe ich mir irgendwie ein krasseres Ende vorgestellt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist irgendwie 3:15 morgens oder so. Und ich habe Night of Crowns von Stella und Huck beendet. Aber abgesehen vom Ende ist dieses Buch einfach genial. Ich liebe dieses Buch. Dieses Buch ist so genial. Und dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Game of Gold von Shelby Mahurin. Bei diesem Buch, muss ich sagen, war ich anfangs so ein bisschen enttäuscht. Er denkt wirklich manchmal Dinge, wo ich mir so denke, Junge, was läuft falsch mit? Am Anfang musste ich mich zuerst noch dran gewöhnen, weil ich habe was anderes erwartet. Und auch das Magiesystem in diesem Buch ist richtig gut. Das Buch hat sich auch entwickelt. Zwar von einem bisschen enttäuschenden Buch zu einem richtig tollen Buch. Und dann die nächsten 4 Bücher sind eben die Bücher, die ich gereviewt habe. Isara, 1, 2, 3 und 4. Es fühlt sich einfach an, wie nach Hause kommen. Ich liebe die 2 einzeln und ich vergöttere die 2 zusammen. Und auch einfach die Beziehung zwischen Lucia und Ari. Ich liebe sie. Ari und Lucia gehören zu meinen liebsten Lieblingspärchen und dann auch die ganzen Nebencharaktere. Das ist aber so. Und ich befinde mich gerade in einem Zustand absoluter Glückseligkeit, okay? Band 1 hat so 1, 2 Herzschmerzstellen, aber ab Band 2 fängt der richtige Herzschmerz an. Das ist einfach so gut geschrieben. Ich habe gerade Band 2 beendet. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ari liebe? Ich habe gerade Isara 3 beendet. Ich muss bald schon wieder Tschüss sagen zu meinen Babys. Dieses Buch ist einfach nur so unglaublich toll. Es war so schön, meine Babys nochmal zu treffen, nachdem ich im Februar ihnen Tschüss sagen musste. Es war einfach toll. Und dann das drittletzte Buch, das ich im März gelesen habe. Cinder und Ella von Kelly Oram. Und ich habe dieses Buch geliebt. Dieses Buch ist jetzt schon einfach nur so dermaßen genial. Und dieses Buch ist einfach nur Zucker. Kann mir bitte irgendjemand einen Cinder besorgen? Bitte? Und auch einfach, wie sich diese Geschichte entwickelt hat und wie sich Ella entwickelt hat, wie sich Cinder entwickelt hat. Ich brauche immer noch einen Cinder. Jeder braucht einen Cinder in seinem Leben. Es ist der gute Kitsch. Der richtig gute Kitsch. Ich liebe dieses Buch. Und dann das zweitletzte Buch, das ich gelesen habe, ist Berührt von himmlischen Schwingen von Jennifer Wolf. Dieses Buch kommt für mich nicht ganz an die Jahreszeitenreihe ran, weil toppt mal Janis und Sol, das ist recht schwierig. Aber Berührt von himmlischen Schwingen ist auch wieder ein richtig süßes, kitschiges, ab und zu überzogenes Fantasy-Buch von Jennifer Wolf. Und es hat einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und dann das letzte Buch, Neon Birds von Marie Grashoff. Und oh mein Gott, dieses Buch. Dieser Virus ist einfach genial. Und einfach das ganze Worldbuilding. Ich liebe dieses Buch jetzt schon. Und ich bin jetzt heute 23. 23! Und dann die Charaktere. Diese Charaktere haben mich zerrissen. Ich liebe dieses Buch, falls man es so nicht bemerkt haben sollte. Und Marie Grashoff hat es einfach so gut gemacht. Ich habe in der Öffentlichkeit dieses Buch zugeklappt und kam nicht mehr auf mein Leben klar. Es ist so dermaßen genial. Falls ihr gerne Science Fiction lest, und auch falls ihr nicht gerne Science Fiction lest, lest dieses Buch. Also, zuerst einmal das Buch, das ich einfach nur abgöttisch liebe, und zwar Mr. Romance von Laser Raven. In diesem Buch gibt es Dates. Und Max schlüpft für diese Dates in verschiedene, sagen wir so, Charaktere, und ich liebe jeden einzelnen davon, liest Mr. Romance, weil die Dates in diesem Buch, die Dates. Oh mein Gott, ich brauche einen Max, woher kriege ich einen Max? Er tut es. Er lässt meine Erwartungen an die Männerwelt einfach in die Höhe schießen. Er ist einfach so toll. Einfach die Beziehung zwischen Eden und Max. Und die Gespräche zwischen Eden und Max und was Max sagt. Und was Eden kontra geht und was Max dann wieder sagt. Einmal hat er in diesem Buch über das Küssen geredet.
Ihr müsst dieses Buch, ihr müsst dieses Buch lesen, okay? Ihr müsst. Und jetzt das Buch, mit dem ich eine recht komplizierte Beziehung habe. Und zwar Nevernight von Jay Kristoff. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe gerade eine komplizierte Beziehung am Laufen. Und zwar mit Nevernight. Alles in allem ist das Buch richtig gut. Was bei mir bisher einfach so fehlt, ist dieser Funke. Also ich muss mich immer noch teilweise dazu überreden, dass ich weiterlese. Und gestern habe ich Nevernight beendet. Und es hat sich angefühlt, als hätte ich dieses Buch für Wochen gelesen. Aber trotzdem habe ich geschlagene 500 Seiten gebraucht, bis ich das Bedürfnis hatte, ich will weiterlesen. Ich habe mir Anfang Mai so vorgenommen, ich lese die Neuerscheinungen. Und was hat Sarah gemacht? Sie hat Bücher gelesen, die 2019 erschienen sind. Cat and Cole, die letzte Generation und Cat and Cole, ein grausames Spiel von Emily Zavada. Das ist krank und ekelhaft und genial und ich lieb's. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist so Firlefanz am Anfang, okay? Das ist Firlefanz am Anfang. In was für eine Richtung sich diese Geschichte entwickelt, was alles rauskommt. Das ist einfach nur so... Was? No. An jedem Ende von dem Kapitel ist so ein kleiner Cliffhanger. Sie weiß, wie man Spannung aufbaut, wie man den Leser an die Seiten fesselt. Und das Virus ist krank. Nein. Nein. Nein, nein. Die Liebesgeschichte plätschert so nebenbei und zerreißt einen so nebenbei. Aber im Vordergrund steht wirklich der Virus und die Entwicklung von der Geschichte und die Liebesgeschichte ist so im Hintergrund. Ich hab gerade Cat Cole beendet. Ich kann nicht fassen, dass ich Band 2 noch nicht hab. Dann habe ich den zweiten Teil gelesen und wer denkt, der erste Teil ist krass, der lese bitte den zweiten Teil, weil der zweite Teil ist einfach durchgehend so... Was? Ich bin auf Seite 64 und dieses Buch ist schon wieder so krass. Oh mein Gott. Es ist einfach so gut und es ist so krass und es ist so genial. Das ist gerade was... Oh, oh. Das ist gerade was passiert. Es ist gerade was rausgekauft. Es ist... Ich habe das Ende gelesen und ich habe mir so gedacht, nein! Nein? 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 Nein! Aber das Ende von diesem Buch, und ich kann es nicht fassen, dass Emily diese war, dass sowas mit uns Lesern abzieht, dass sie sowas mit ihren Charakteren abzieht. Ich verkriech mich mal in meine Ecke. Und dann habe ich When We Dream von Anne Petzold gelesen. Was ich als allererstes an When We Dream liebe, sind die Charaktere. Ich liebe dieses Buch. Dieses Buch, das ist einfach so ein richtiges Wohlfühlbuch. Ich bin geschmolzen. Ich liebe ihre Konversation. Jedes Mal, wenn er mit seiner tiefen, atemberaubenden Stimme irgendwas gesagt hat. Ich liebe Jae-yong. Ich habe es einfach so geliebt, dieses Buch zu lesen. Und ich wollte wirklich nicht, dass es aufhört. Ich wollte nicht, dass es aufhört. Ich kriege ja noch einen Zuckerschuppel, dieses Buch so süß ist. Es ist so toll. Es war so ein unglaublich tolles Buch. Und ich liebe dieses Buch und dieses Ende. Ich brauche Band 2. Und dann das letzte Buch, das ich im Mai gelesen habe. Das war Cybertruth von Marie Krasov. Und dieses Buch ist ein Meisterwerk. Es ist einfach schon wieder so gut und es bricht mir einfach das Herz. Es bricht mir wirklich durchgehend das Herz. Also Marie Krasov hat in Neon Birds schon so eine Vorlage gemacht. Und sie hat es mit Cybertruth doch übertroffen. Sie hat mein Herz genommen und hat es kaputt gemacht. Und ich saß wieder da und habe mir so gedacht, nö. Nein! Was? Nein! 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 Cybertrips ist wieder genauso philosophisch wie Band 1, wenn nicht sogar noch philosophischer. Ich bin gerade hier und ich habe gerade eine Szene gelesen. Die Szene! Die war so gut geschrieben! Mein Herz wurde sehr oft gebrochen mit Cybertrips. Und ab sofort gehören Nailbirds und Cybertrips auch zu meinen Lieblingsreihen. Und zwar ist das erste Buch, das ich gelesen habe, Die Arena, grausame Spiele von Hayley Barker. Das ist der zweite und letzte Teil der Arena-Dialogie. Das ist nicht Band 2. Und der zweite Teil war auch einfach wieder so... Ich hatte auch wieder so durchgehend irgendwie das Bedürfnis,
einfach zu heulen, weil einfach die Gesamtlage so grausam und traurig und ungerecht ist. Diese Reihe ist zwar brutal und ekelhaft, aber sie hat auch richtig gute Denkansätze. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur sehr empfehlen. Dann das nächste Buch habe ich wegen einer Freundin gelesen, Everflame. Feuerprobe von Josephine Angelini. Und ich fand dieses Buch richtig gut. Also der Schreibstil von Josephine Angelini ist richtig locker und flüssig. Und der Weltenaufbau. Dieser Weltenaufbau ist so gut. Mit Rowan gab es da so eine Sache in diesem Buch, ne? Es gab eine Sache in diesem Buch. Nie, wirklich nie wird seine Haarfarbe erwähnt. Nie. Die Farbe seiner Stiefel wird erwähnt. Die Konsistenz seiner Haare wird erwähnt. Sein Mantel wird erwähnt. Welche Farbe sein T-Shirt hat. Alles wird erwähnt, außer seine Haarfarbe. Ich weiß ja nicht mal, warum mich das so beschäftigt, was für eine Haarfarbe dieser Typ hat. Und allgemein hat dieses Buch einfach Spaß gemacht zu lesen. Und dann das nächste Buch. Ich würde schon sagen, dass das nächste Buch mein Monatshighlight war. Festival Sommer ist feiern genug von Ina Taus und Katharina Wolf. Und dieses Buch ist einfach Zucker in Buchform. Flo und Jonas sind einfach so zuckersüß zusammen. Ich habe wirklich Karies gehabt nach diesem Buch. Und Jonas und Flo zusammen, die zwei in Kombination. Die sind so süß. Und ich habe dieses Buch einfach geliebt. Und zwar Long Way Down von Jason Reynolds. Und dieses Buch ist in Versen geschrieben. Hat sich so angefühlt, als würde Will einem die Geschichte so erzählen. Ich muss sagen, durch die Verse konnte ich nicht so eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen. Also ich fand sie toll und sympathisch, aber ich konnte jetzt nicht so eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Ich fand dieses Buch einfach richtig gut. Und dann das letzte Buch, das ich im Juni gelesen habe, ist ein Rezensionsexemplar. Drachendunkel, die Legende von Ilestia von Arisha Summers. Ich muss leider sagen, das war so mein Flop vom Juni. Also den Prolog fand ich richtig gut. Ich habe den Prolog gelesen und habe gedacht, wow. Und dann kam das mit der Liebesgeschichte, weil leider ist für mich in diesem Buch die Liebesgeschichte sehr Instant Love. Und ich hatte bei dieser Liebesgeschichte einfach durchgehend das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Ich konnte zu keinem von den Charakteren so eine Beziehung aufbauen. Es war nicht mein Buch. Was die ersten zwei Bücher, die ich gelesen habe, sind eben Rereads, und zwar Entbrannt und Vereint von Jessica Shervington. Das sind Band 4 und 5 der Violet-In-Chapters. Ich liebe einfach diese Reihe. Ich liebe dieses Buch einfach. Band 4 ist episch, genial und grandios, aber Band 5 besteht förmlich aus Lieblingsszenen. Ich liebe einfach Violet, und Violet gehört zu meinen weiblichen Lieblingsprotagonistinnen. Dann Lincoln in den Violet-In-Chapters. Diesen Typ. Komm mal doch mal zu Lincoln. Oh mein Gott. Ich habe ihn so vermisst. Also es gibt hier drin ein Klischee. Ich liebe das einfach. Ich liebe das. Und wie das hier drin beschrieben wird. Ho! Ich weiß, wie dieses Buch endet. Und trotzdem hocke ich einfach hier und denke mir so was. Und einfach die Entwicklung von der ganzen Geschichte, von der ganzen Reihe. Also das ist wirklich eine Reihe, die wird von Band zu Band immer wie genialer. Dieses Ende ist furchtbar. Ich habe gerade Entbrannt beendet. Jetzt sei wirklich fertig. Ich kann mich nicht immer mehr daran erinnern, ob ich beim ersten Mal jetzt auch so geheult habe. Es ist 22 nach Mitternacht. Und ich habe Verein von Jessica Sherrington beendet. Der ist die Violet-In-Chapters, weil die Violet-In-Chapters sind episch und genial. Und dann als nächstes habe ich mein allererstes Hörbuch gehört, und zwar Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Ich liebe die Geschichte, aber dieses Hörbuch hat mir gezeigt, dass ich nicht für Hörbücher gemacht bin. Also das Worldbuilding ist bisher auch schon mega gut. Das ist wieder so typisch Marie Grashoff. Und auch die Charaktere. Und ich liebe Noah. Noah ist schon so süß. Ach Gott. Und Oracle. Ich liebe Oracle. Julian ist Oracles Android. Und er ist zwar ein Android, aber er ist süß. Es ist einfach spannend. Es ist interessant, und ich bin mitten auf der Treppe schockiert stehen geblieben, weil mir jetzt gerade was rausgekommen ist. Es ist gerade was rausgekommen. Nö. Nein. Wenn Marie Grashoff das jetzt macht, dann nein. Ich kann es euch sehr empfehlen, weil es war wieder so eine geniale Science-Fiction-Geschichte. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Nach der Flut das Feuer von James Baldwin. Und er erklärt auch wirklich, woher der Rassismus kommt und wie er sich zeigt und wo er sich überall zeigt. Und hier drin gibt es auch ein Vorwort, und zwar von Jana Pareigis. Das Unmögliche ist das Mindeste, was man verlangen kann, und schon
das Vorwort ist einfach so gut. Und ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen. Und dann das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar. Shadows, Finsterlicht von Jennifer Armentrout. Und das ist auch schon der nächste Reread für den Juli, weil ich habe dieses Buch schon auf Englisch gelesen. Und dieses Buch ist einfach so zuckersüßes Teenie-Drama. Und eins kann ich euch sagen. Also wir wissen ja schon, dass Damon romantisch ist und dass er seine kitschigen Momente hat und dass Damon und Katie einfach nur zuckersüß zusammen sind und wir lieben Damon und Katie. Wir lieben Damon, wir lieben Katie, wir lieben die zwei. Aber wisst ihr was? Bethany und Dawson treiben diese ganze kitschige Sache auf die Spitze. Das ist einfach so süß. Also die zwei sind wirklich kitschig. Und die sind so süß. Das ist einfach so süß. Und wirklich für jeden Lux-Fan ist dieses Buch einfach was. Dann wusste ich nicht, was ich als nächstes lesen soll. Und da habe ich so in mein Regal rumgeguckt. Und dann hatte ich so den Moment. Mit Midnight Blue von LJ Sheen. Und dieses Buch, wir hatten gerade einen Moment. Anders. Also es ist nicht so eine zuckersüße, schöne Liebesgeschichte à la Kristen Callihan, sondern es ist wirklich so eine derbe, harte Liebesgeschichte à la LJ Sheen und an Alex Winslow. Bisher kann ich sagen, dass Alex Winslow ein riesengroßes Arschloch ist. Und dieser Typ raubt mir den letzten Nerv. Ich brauche nur dich und eine Wand. Vorzugsweise eine robuste, harte, raue Wand, wo ich dich dann dagegen klatschen könnte und so ein bisschen Respekt und Anstand in dich reinkriegen könnte. Dieses Buch hatte für mich so einen Suchtfaktor, weil ich halt einfach wirklich wissen wollte, was Alex Winslow sich jetzt noch so bieten tut und so. Und das ist so das Ding mit diesem Buch. Es nervt, aber es macht süchtig. Es kam jetzt auch die erste Sexszene in diesem Buch und ich habe gemerkt, dass Alex auch im Bett ein herrischer Mistkerl ist. Und Alex ist wirklich so ein Charakter, den habe ich lieben gelernt. Das sind kaputte und gebrochene Charaktere. Und genauso ist auch ihre Geschichte kaputt und gebrochen. Und ich lieb's. Dann als nächstes habe ich Exit Racism von Tupoka Ogete gelesen. Das ganze Buch ist wie so ein Seminar aufgebaut. Das ganze Buch ist wirklich augenöffnend. Lest Exit Racism. Und dann die nächsten beiden Bücher sind wieder Freebeats, Origin und Opposition. Das sind Band 4 und 5 der Lux-Reihe. Ich liebe dieses Buch einfach. Und dann David Black. Er ist so selbstverliebt und so von sich überzeugt. Und so romantisch und so süß und so kitschig. Ich liebe einfach Damon. Und dann auch einfach alle anderen Charaktere drin, zum Beispiel Luke. Ich habe Opposition beendet. War einfach wieder so genial. Ich habe es einfach wieder geliebt. Also wirklich, die Lux-Reihe ist so eine Reihe, die kann ich tausendmal lesen. Das wird nicht langweilig, weil es einfach genial ist. Dann das nächste Buch ist Endlich Ben, Transgender, mein Weg vom Mädchen zum Mann von Benjamin Meltzer. In diesem Buch geht es eben um Benjamin Meltzer und sein Weg vom Mädchen zum Mann. Also Benjamin Meltzer redet wirklich über alles und erklärt auch alles. Und er erklärt das einfach auf so eine witzige und sympathische Art und Weise. Falls es euch interessiert, mehr über dieses Thema zu erfahren, dann kann ich euch dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Dann das nächste Buch ist Repeat This Love von Kylie Scott. Ich habe dieses Buch wirklich gesuchtet, weil dieses Buch, es ist so toll. Es ist so toll. Es ist richtig gut geschrieben und auch einfach die Beziehung zwischen Ed und ihr. Ich liebe Clementine und Ed. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören, weil einfach alles an diesem Buch so anbetungswürdig ist. Es ist so schön. Es gibt so süße Momente. Es gibt so Herzschmerzmomente und es gibt einfach so tolle Momente und ich liebe einfach das ganze Buch. Ich liebe dieses Buch. Und dann als nächstes habe ich so eine Kurzgeschichte gelesen als E-Book und zwar Elixir von Jennifer Armentrout und das ist ein Buch, 80 Seiten aus Aiden St. Duffys Sicht. Und als ich erfahren habe, dass dieses Buch existiert, ich bin ausgerastet. Sagen Sie, es ist so herzzerreißend, Mann. Und es ist so gut. Und in diesen 80 Seiten erfährt man etwas, das man halt nicht erfährt, wenn man aus Alex Sicht liest. Und es war einfach so herzzerreißend. Es passiert nicht wirklich viel. Es ist nicht wirklich actionreich. Es ist einfach was für die Fans. Und es ist was im Herzen wehtut. Es ist einfach so gut. Also wenn ihr ein Fan seid, lest diese 80 Seiten. Lest sie. Dann als nächstes habe ich drei Mangas gelesen und zwar Your Name von Makoto Shinkai. Zuerst habe ich vorher den Anime gesehen und
Warum hat mir niemand gesagt, dass es so traurig ist? Ich habe gerade Your Name fertig geguckt. Ich liebe Mitsuo und Toki und ich liebe einfach die ganze Ästhetik. Das ist das richtige Wort, oder? Ich glaube schon. Dann habe ich die Mangas gelesen. Die Mangas waren auch einfach so toll. Ach, ich liebe es einfach. Und dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Das Flüstern der Magie von Laura Kneidl. Ich finde, es ist ein gutes Buch für zwischendurch. Ich weiß nicht. Dieses Buch lässt mich irgendwie zwiegespalten zurück. Es gab Szenen hier drin, die waren mir einfach zu einfach gelöst. Also es hat sich für mich nicht wirklich Spannung aufgebaut, weil alles recht schnell wieder vorbei war und auch recht einfach vorbei war. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht überragend genial. Ich finde es gut. Für mich ist es ein gutes Buch für zwischendurch. Und dann die nächsten zwei Bücher. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geheult. Ich hab hässlich geheult. Ich habe geschnoddert. Ich habe geschluchzt. Ich habe gezittert. Und es war nicht mehr schön, wie sehr ich geheult habe. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob das eine gute Idee war. Und das soll noch mal einer sagen, Lesen ist kein Sport. Ich hatte Muskelkater vom Lesen. Nicht direkt vom Lesen, sondern vom Heulen. Aber ich habe geheult wegen dem Lesen. Also Lesen ist sehr wohl Sport. A Wish for Us und All Your Kisses von Tilly Cole. Und diese Bücher haben mich emotional auseinandergenommen. Sie haben mich auseinandergenommen. Es ist so schön geschrieben. Also Tilly Cole weiß wirklich, wie man Wörter in Dolche verwandelt. Und die Dolche mit einer Geschwindigkeit ins Herz sticht, dass es nicht mehr normal ist. Und ich sitze das einfach nicht da und habe nur noch geheult. Das Schlimme an diesem Buch ist, dass es einfach ein einziges Auf und Ab ist und ich kriege. Es sind jetzt nur 70 Seiten. Und ich habe Angst vor diesen 70 Seiten. Prominent Body. Sie haben mir durchgehend das Herz gebrochen. Oh mein Gott. Einfach der Schreibstil von Tilly Cole ist so herzzerreißend und romantisch und tiefgründig und poetisch und elektrisch. Nein, das kannst du doch jetzt nicht einfach. Das kannst du doch nicht einfach machen. Und es ist einfach so herzzerreißend. Es ist so schlimm. Und es ist so schön. Und dann habe ich mich hingesetzt und All Your Kisses angefangen. Und schon auf den ersten paar Seiten denke ich mir so, Sarah, das kommt nicht gut. Und ich bin wieder beim Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr will. Ich will nicht mehr. Ich liebe Blumen und Poppy. Schon am Anfang war ich so, dieses Buch wird mich zerstören, es wird mich zerstören, es wird mich zerstören. Ich bewundere Poppy einfach so sehr. Und ich liebe Poppy. Und dieses Buch ist auch einfach wieder tiefgründig. Und so herzzerreißend traurig. Ich war am Ende mit allem. Und ich saß am Montagmorgen um 3 Uhr morgens einfach in meinem Bett und hab gedacht, warum? Warum? Ich hab gerade All Your Kisses beendet und ich bin fertig mit der Welt. Diese Bücher sind so traurig und herzzerreißend und trotzdem so hoffnungsvoll und wunderschön und ich liebe diese Bücher. Die letzten drei Bücher sind so Ratgeber und zwar Kopf hoch, das kleine Überlebenshandbuch, Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern. Dann Nur Mut, das kleine Überlebenshandbuch, Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst und Panik. Und dann Bleib cool, Soforthilfe bei Stress, Arbeitsfrust und Co. Und in diesen Büchern werden einfach so Übungen erklärt, die man bei Stress machen kann, Arbeitsfrust, Ärger, anderen Durchhängern, Herzklopfen, Angst, Panik. Wenn man so schlendert, dann ist das beruhigend. Also die ganzen heißen, tollen Typen, die schlendern nicht einfach nur so. Die schlendern wegen einem Grund. Falls euch diese Dinge interessieren, kann ich euch diese drei Bücher sehr empfehlen. Das erste Buch, das ich im August gelesen habe, ist gleich auch mein Monatshighlight und zwar Love is Loud von Katinka Engel. Und ich liebe dieses Buch. Also zuerst einmal das ganze Setting von New Orleans. Ich habe dieses Buch gelesen, ich will jetzt nach New Orleans. Und dann der Schreibstil von Katinka Engel, er ist einfach so locker und so flüssig und sie weiß, wie man den Lesern und den Leserinnen wehtut. Und ich liebe einfach Franzi. Das ist dein Link. Ich stelle jetzt einfach mal so am Anfang was klar, ich brauche einen Link. Okay, ich brauche einen. Weil Link mit seiner lockeren und lebensfrohen Art und so und oh mein Gott, er ist auch so ein leidenschaftlicher Charakter. Und er hat Gefühle und er
lässt die Gefühle raus und oh Gott, ich liebe einfach Lincoln. Ich liebe Link. Ich saß so oft da und habe mir gedacht, Link, kann ich dich irgendwie aus diesem Buch rausholen? Nein, ich will zu ihm ins Buch. Dann bin ich nämlich in New Orleans. Ich liebe dieses Buch einfach. Und dann habe ich im August noch eine Reihe beendet. Und zwar die Everflame-Reihe von, wie heißt sie? Josephine Angelini. Also für mich war Band 2 der schwächste Teil von der Trilogie. Ich hatte in Band 2 das Gefühl, dass irgendwie alles zu schnell geht und trotzdem zu langsam. Das war komisch. Lilly. Lilly hat mich wirklich am Anfang in der Hälfte des Buches so aufgeregt. Ich saß wirklich da und habe gedacht, Lilly, du kannst froh sein, dass ich nicht ins Buch reinkommen kann. Band 3 fand ich richtig gut. Es gab wieder Momente. Okay, in Band 3 ist mir nicht nur Lilly auf die Nerven gegangen, sondern manchmal auch Roman. Aber Roman und Lilly sind mir so gleichermaßen manchmal auf die Nerven gegangen. Und auch einfach so die ganze Entwicklung von der Geschichte war richtig cool. Alles in allem finde ich die Everflame-Trilogie gut. Also falls ihr Bock auf eine Hexengeschichte habt mit einem tollen Weltenaufbau, kann ich euch Everflame empfehlen. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist Für uns macht das Universum Überstunden von A. Meredith Walters. Falls ihr unsicher seid, ob ihr dieses Buch lesen wollt, lest den Prolog, lest einfach den Prolog, okay? Lest diesen Prolog und sagt mir dann, wie ihr es hingekriegt habt, dieses Buch nicht zu kaufen. Das Erste, was ich an diesem Buch liebe, sind die Charaktere, weil die Charaktere sind alles andere als einfach. Er ist wirklich ein schwieriger und komplizierter Charakter, aber gleichzeitig auch ein Charakter, den man lieben lernt. Also ich habe sie lieben gelernt. Und dann Flynn. Man kann nicht anders, als Flynn einfach zu lieben. Man liest dieses Buch und man verliebt sich einfach sofort in Flynn, weil er einfach so sanft und witzig ist. Und ich liebe ihn nicht trotz seinen Defiziten wegen dem Asperger-Syndrom, sondern wegen und mit seinen Defiziten wegen dem Asperger-Syndrom. Das Zweite, was ich in diesem Buch liebe, ist der Schreibstil. Und ich liebe einfach alles an diesem Buch, okay? Ich liebe alles an diesem Buch. Und dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist When We Fall von Anne Petzold. Das ist der zweite Teil zu When We Dream. Ich finde Band 2 sogar noch besser als Band 1. Und ich habe Band 2 wirklich weggesuchtet und ich habe dieses... Ich liebe dieses Buch! Also diese Reihe, das ist wirklich so eine Wohlfühlreihe. Ich habe dieses Buch angefangen und schon auf der ersten Seite habe ich gemerkt, wie sehr ich Ella einfach vermisst habe. Nach Band 1 wollte ich schon einen Jaehyung. Nach Band 2 brauche ich einen Jaehyung, okay? Ich liebe die Chats zwischen Jaehyung und Ella. Was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass Jaehyung romantisch-poetisch ist, okay? Ich lieb's! Und dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, war ein Reread und zwar Das Reich der Siebenhöfe, Flammen und Finsternis von Sarah J. Maas. Und ich habe ihn wieder geliebt. Und das ist so ein Buch, ich habe es beim ersten Mal lesen eindeutig anders gelesen als beim zweiten Mal lesen. Dann der Inner Circle. Der Inner Circle. Ich liebe sie alle. Und dann der Highlord der Nacht. Ne? Ich liebe Reason. Reason ist einfach der Beste, okay? Es hat sich einfach angefühlt wie nach Hause kommen, als ich dieses Buch nochmals gelesen habe. Aber dafür habe ich endlich nach, keine Ahnung wie vielen Monaten, nach Monaten, Das Reich der Siebenhöfe, Frost und Mondlicht von Sarah J. Maas gelesen. Ich gehöre zu den Leuten, die es lieben, okay? Und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts, aber ich bin trotzdem toll. Also so grob zusammengefasst, was in diesem Buch passiert. Sie reden, sie scherzen, sie tun alltägliche Dinge und sie haben Sex. Also es ist einfach ein Treffen mit den Charakteren. Und in diesem Buch gibt es auch eine Szene mit einer Kiste. Und ich will wissen, was in dieser Kiste drin ist, okay? Cassian, sag mir, was in dieser Kiste drin ist. Ich würde diesen Charakteren sogar beim Abwaschen zusehen und es feiern. Ich fand's toll. Aber ich kann die Kritik nachvollziehen. Und dann das letzte Buch, das ich im September gelesen habe, ist ein Rezensionsexemplar von Blut und Magie. Die verlorene Prinzessin von Melanie Lane. Also erstens fand ich die Charaktere toll. Lilly ist eine Frau, sie weiß, was sie will und sie tut dann auch alles, um das, was sie will, zu kriegen und durchzusetzen. Und ich finde Lilly einfach mega toll. Und Lucern? Wenn ihr wisst, was Lucern ist, wer er ist. Lucern ist toll. Mein persönlicher Favorit in diesem ganzen Buch ist Duncan. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich liebe ihn einfach. Und auch die ganze Welt ist mega interessant, weil es gibt so verschiedene Welten. Ich finde dieses Buch sehr toll und ich bin schon sehr gespannt auf Band 2.
Und zwar habe ich im Oktober mit einer Freundin zusammen einen Marathon gestartet. Und zwar einen dreitägigen Marathon. Und in diesen 3 Tagen haben wir dieses Buch, dieses epische, geniale Meisterwerk durchgesuchtet. Und zwar Crescent City von Sarah J. Maas. Es ist einfach nur ein episches Meisterwerk. Wie zur Hölle? Wie zur Hölle will Sarah J. Maas noch ein epischeres Buch schreiben als Crescent City? In diesem Buch gibt es so viele epische Sätze und so viele epische und geniale Szenen. Ja, Bryce schert sich einen Dreck darum, ob jetzt ein Erzengel vor ihr steht oder ein gefallener Engel. Das ist ihr so scheißegal. Sie benimmt sich gleich und sie redet gleich und ich liebe Bryce dafür. Dann gibt's natürlich noch Hunt Atala und... Und ich liebe Hunt und Bryce zusammen und ich lieb's einfach. Und dann war ich eben in einem Book Hangover. Und dann war ich nicht mehr in diesem Book Hangover. Festival Sommer ist Liebe genug von Ina Taus und Katharina Wolf. Und ich liebe dieses Buch. Und es war einfach ein einziges zuckersüßes Wohlfühlbuch. Ich liebe die 2 Quatschköpfe einfach. Ich finde Band 2 sogar noch besser als Band 1. Und dann das letzte Buch, das ich im Oktober gelesen habe. Don't Love Me von Lena Kiefer. Oh mein Gott, es ist einfach so gut. Zuerst einmal, der Schreibstil von Lena Kiefer ist wie in Ophelia's Gale einfach so fesselt von Seite 1. Dieser Prolog steht für sich selbst, okay? Und dann auch so die Charaktere. Kenzie gehört, glaube ich, ab sofort zu meinen Lieblingsweibchen. Ich kann das nie richtig aussprechen. Zu meinen weiblichen Lieblingscharakteren. Und dann... Lyle. Und noch weiter von Bad Boy entfernt könnte Lyle nicht sein, weil Lyle ist einfach... Lyle ist witzig, Lyle ist charmant, Lyle ist romantisch, Lyle ist sarkastisch, Lyle ist genial und Finlay... Finlay hat den Tink-Legenden-Stamm. Ich brauche Don't Hate Me. Das erste Buch ist das Finale einer Reihe, Bitterhearts von Marie Grashoff. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich will dieses Buch am liebsten durchsuchen. Als ich dieses Buch gelesen habe, ich habe einfach wieder gemerkt, wie sehr ich die Charaktere vermisst habe, wie sehr ich die Welt vermisst habe. Und im Traum habe ich gerade eine Szene gelesen. Ich saß wirklich da und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, dieses Buch tut weh. Dieses Buch tut weh und dieses Buch irgendwie... irgendwie habe ich so eine Wut in mir. Aber eigentlich tun sie mir einfach nur leid. Eigentlich habe ich einfach nur Mitleid mit diesen Charakteren und ich leide mit und... Und jedes Mal, wenn ich einen Prolog oder einen Interlog oder einen Epilog von Marie Grashoff lese, habe ich einfach Gänsehaut, weil... Meine Babys, Mann. Ich liebe dieses Buch. Oh mein Gott. Und es ist einfach so dermaßen genial. Und das Ende ist meiner Meinung nach perfekt. Ich könnte schon wieder losholen, Mann. Dieses Buch. Es ist einfach das perfekte Ende. Und dann als nächstes habe ich Graphic Novels gelesen. Und zwar die hier. Falls ihr gerne Graphic Novels lest, dann lest diese Bücher. Und Embry und Kuo sind einfach... Ich habe diese Charaktere von der ersten Seite angeliebt. Ich habe mich schockverliebt in diese Graphic Novels. Dann meine ersten 2 Rereads im November waren Ophelia's Gale 2 und 3 von Lena Kiefer. Dieses Buch beim zweiten Mal lesen, einfach noch mal mehr als beim ersten Mal lesen. Dieses Buch macht mich schon wieder fertig. Also Ophelia's Gale gehört zu meinen Lieblingsreihen, weil ich liebe einfach alles an diesen Büchern. Am Ende vom zweiten Teil. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Beim ersten Mal habe ich keine einzige Träne geheult. Ich heule beim zweiten Mal mehr als beim ersten Mal. Und als ich diese Bücher gereadet habe, ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich diese Charaktere vermisst habe. Ich liebe dieses Buch wieder und es tut einfach wieder weh. Einfach so die Entwicklung von dieser Geschichte. Und es ist einfach so dermaßen genial. Und ich liebe Ophelia's Gale. Und ich habe wieder geheult und es hat mich wieder zerrissen und es hat mich wieder glücklich gemacht. Und ich liebe einfach dieses Buch. Und dann die letzten 2 Bücher. Eins von den beiden Büchern war ein Reread und zwar Kasadim jenseits der goldenen Brücke und das andere Buch war Kasadim jenseits der schwarzen Treppe. Das ist der zweite Teil. Und ich liebe dieses Buch einfach wieder. Dieses Buch ist einfach nur so dermaßen genial. Das ist einmal das Worldbuilding von Kasadim. Perfektion, okay? Ich fand Amaya schon im ersten Teil mega genial. Jetzt habe ich den zweiten Teil gelesen und ich liebe Amaya. Und Noir im ersten Teil. Er ist arrogant wie sonst was. Auf der einen Seite liebe ich diesen Typen. Und auf der anderen Seite muss ich einfach jedes Mal daran denken, was er so in der Mitte von diesem Buch getan hat und sich geleistet hat, gesagt hat.
und ich möchte ihn an die Wand klatschen. Also Noah ist wirklich ein Charakter, der hat mir den letzten Nerv geraubt. Noah hat mich auch dazu gebracht, dieses Buch an die Wand zu klatschen. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe diesen Typen. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe alles. Dieses Buch, das ist ein Meisterwerk, okay? Ich liebe einfach dieses Buch. Wo Band 1 mega genial ist, ist Band 2 Perfektion. Ich liebe Amaya. Also ich fand sie ja schon im ersten Teil richtig toll. Und irgendwie im zweiten Teil, ich sitze einfach durchgehend da und denke mir so, oh mein Gott, Amaya! Und Noah ist so... Also wenn Noah am Ende von Band 1 schon mein Herz gehabt hätte, spätestens in Band 2 hätte er es gehabt, weil... Holla, Mann! Ich liebe diesen Typen. Ich liebe sie einfach alle. Und die Geschichte. Wie sich die Geschichte entwickelt. Ich saß wirklich durchgehend da und habe mir gedacht, wie, wo, wann, warum. Ich liebe dieses Buch und das Ende von diesem Buch. Nein! Nein, 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 nein. Der Kasudem ist einfach ein High-Fantasy-Epos. Also, When We Hope von Anne Petzold und dieses Buch. Dieses Buch ist einfach ein Meisterwerk, okay? Und das ist auch mein Lieblingsteil von der Reihe. Dieses Buch ist einfach eine große, feste, warme Umarmung, okay? Ella ist einfach meine Seelenverwandte, ne? Und auch ein Charakter in diesem Buch, den ich einfach nur abgöttisch liebe, ist Jaehyung. Oh, ich liebe es einfach. Ich liebe dieses Ende und ich bin so traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist auch gleich ein Jahreshighlight und zwar Don't Hate Me von Lena Kiefer. Das ist der zweite Teil der Don't-Reihe und Band 2 hat einfach so viele Herzschmerzmomente. Es hat einfach wehgetan, dieses Buch zu lesen. Ich weiß, ich kenne sie, ist einfach so dermaßen genial. Und dann Lyle. Ich liebe Lyle. Okay? Finlay ist eine Nummer für sich und Finlay hat den Tink-Legenden-Status und ich liebe Finlay. Und ich liebe einfach diese ganze Atmosphäre in diesem Buch und dann gibt es in diesem Buch natürlich auch noch einen Cliffhanger, weil es ist Lena Kiefer, okay? Es ist für mich ein perfekter zweiter Teil. Und jetzt, bevor ich es vergesse, ich habe im Dezember auch noch Don't Kiss Me gelesen. Das ist eine E-Book-Kurzgeschichte und die handelt von Edina und Finlay. Ich habe diese 42 Seiten geliebt. Diese 42 Seiten haben wehgetan, diese 42 Seiten haben glücklich gemacht. Und das Ende von diesen 42 Seiten hat einfach wieder weggetan. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist ein Buch, das recht schwierig war zu lesen. Und zwar Zwei Leben in einer Nacht von Caroline Wahl. Caroline Wahl hat einen sehr intensiven Schreibstil. Dieses ganze Buch ist einfach bedrückend und traurig. Und gleichzeitig ist das auch ein richtig hoffnungsvolles Buch und einfach ein mega schönes Buch. Und ich liebe dieses Buch. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Bis die Stille zerbricht von Sarah Janine Gleisner. Alles in allem, was wirklich ein echt schönes Buch. Und dann das nächste Buch, Hearst von meiner Queen. Man merkt, dass es eines von ihren ersten Büchern ist, weil das Buch ist richtig toll, der Schreibstil ist wieder genial, typisch Jennifer Armstrong. Ich liebe einfach ihren Schreibstil. Die Charaktere waren auch richtig toll. Wenn man Cursed zum Beispiel mit Rebellion vergleicht, das ist jetzt ein krasser Vergleich. Cursed ist eine Babykatze und Rebellion ist ein ausgewachsener Löwe. Ich fand dieses Buch mega toll. Und dann das letzte Buch, das ich im Dezember und im Jahr 2020 gelesen habe, ist ein Buch. Es ist so eines dieser Bücher, die einen von hinten überfallen, auf den Boden werfen und dann wieder helfen aufzustehen. Immer ist ein verdammt langes Wort von Sabine Schoder. Und ich werde euch jetzt auch nicht wirklich was zu diesem Buch sagen, weil das ist für mich so eines dieser Bücher, die man am besten liest, ohne irgendwelches Vorwissen. Ich habe es von der ersten Seite an geliebt, weil Sabine Schoder hat einfach so einen wunderschönen Schreibstil. Und dann Rena und Kick. Die haben sich sofort in mein Herz geschlichen. Es hat mich einfach umgehauen. Okay, jetzt sieht man alle. Das sind die Bücher. Nein, hör auf zu fallen. Stopp. Nein. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und nein. Oh mein Gott. Das darf ich nicht. Das ist jetzt... Okay. Können wir kurz eine Schweigeminute einlegen für die Bücher auf Boden? Thank you.
sind die Bücher... Nein, kannst nicht. Das sind die Bücher, die ich im August gelesen und gekauft habe. Nein! Nein, ich sehe schon, wo es kaputt gehen wird. Okay. Oh mein Gott! Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr so im August gelesen und gekauft habt. Und nein! Und ich hoffe, wie jedes Mal, euch hat dieses Video gefallen. Oh mein Gott. Na, na. Oh mein Gott, Lyle, bleib. Bleib. Das sind alle Bücher, die ich... Ja, ist okay. Hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr denn so gelesen habt und gekauft habt. Nein! Was ihr so gelesen und gekauft habt. Und ja, ist okay. Warum wundert es mich nicht mehr? Ich hab's gerettet, ne? Nee, hab ich nicht. Okay, ich höre jetzt einfach auf. Ist das so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, nein! Das waren sie, die Bücher, die ich gelesen und gekauft habe. Das ging jetzt unerwartet schnell. Nicht euer Ernst, Mann.